99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. So, heute nun, wie versprochen, mein Beitrag zur Vaguswoche zum Thema Was hilft? Und ich möchte heute gerne meine persönlichen Erfahrungen teilen mit SSP, dem Safe and Sound Protocol nach Stephen Porges. Ich möchte gerne ein bisschen was darüber erzählen, was das ist, aber dann hauptsächlich wirklich meine Erfahrungen damit von denen berichten. Und dann nähere Informationen finden Sie dann unten in der Infobox dazu. Erstmal, was ist das SSP? Also die Übersetzung ist Safe and Sound Protocol. Das basiert auf den Arbeiten von Stephen Porges, ist auch von ihm entwickelt, soweit ich weiß. Und ist eine auditive Technik, eine Technik, die übers Hören funktioniert. Also die übers Hören das vegetative Nervensystem, das autonome Nervensystem reguliert und auch über den Vagus arbeitet, sehr stark. Dabei ist der Titel Safe and Sound Protocol, soweit ich weiß oder wie ich es wahrnehme, ein Wortspiel. Safe and Sound, also einmal Safe, Sicherheit und Sound, Geräusch, aber auch Safe and Sound heißt im Englischen auch, ich bin sicher und wohlauf, sicher und munter, sicher und gesund. Also beides im Titel drin. Und es ist aufgebaut, dass das über 5 ganze Zeitstunden geht, die man an verschiedenen Tagen absolviert. Und man hört während dieser Stunde einen speziell aufbereiteten Mix aus Popmusik. Also die Lieder kennt man, das ist Popmusik. Und es baut sich auf, es ist ein aufsteigender Schwierigkeitsgrad, wenn man so möchte, an dem, was da passiert. Und die Idee ist, das Nervensystem erstens zu beruhigen, zum Zweiten aber auch ein bisschen das Mittelohr zu trainieren. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, was das bedeutet und warum man das Mittelohr trainieren muss oder das Innenohr und was der Sinn dahinter ist. Nur mal so ein bisschen zur Idee, also was möchte SSP machen, für wen eignet es sich, was ist das Ziel, was sind so Anwendungsmöglichkeiten. Also wie gesagt, das Ziel von SSP ist übers Hören, über die auditiven Kanäle das Nervensystem wieder zu regulieren, zu beruhigen, wieder in einen regulierten Zustand zurückzubekommen. Wenn der Vagusnerv aktiviert ist und das Nervensystem reguliert ist, also wenn wir aus diesem ständigen Kampf-Flucht-Erstarrungsmodus rauskommen, wenn das wieder in diesen parasympathischen Bereich reinkommt, in diesen Bereich, wo unser Nervensystem sich wieder entspannen kann und wieder runterfahren kann, also unser autonomes Nervensystem auch dem Rest des Körpers einfach die Information gibt, okay, alles in Ordnung, fahrt runter, wir fahren runter, das ist alles gut. Was dann zur Folge hat, dass wir dann wieder auch ganz andere soziale Interaktionen haben. Sobald ich in diesem Stressmodus drin bin, in diesem Fight, Flight, Freeze, also in diesem Fluchtkampf-Erstarrungsmodus, vor allem bei einem posttraumatischen Stresssyndrom oder wenn ich ein chronisch dysreguliertes Nervensystem habe, dann passiert was ganz Doofes. Also erstens bin ich permanent unter Stress. Es passieren aber noch 2, 3 andere Sachen. Zum einen, ich kann dann Stimmen von anderen nicht mehr richtig wahrnehmen. Also meine Ohren sind so unter Spannung, dass ich bestimmte Frequenzen in Stimmen von anderen Menschen nicht mehr adäquat wahrnehmen kann. Die Stimme klingt bedrohlicher, als sie ist. Weil mein Nervensystem eben dadurch, dass die Mittelohren und das ganze System nicht mehr mitschwingfähig ist, also nicht mehr die ganze Bandbreite hat, klingt eine Stimme bedrohlicher, als sie ist. Einfach weil ich bestimmte Frequenzen rausfiltere, beziehungsweise die nicht mitschwingen können und deswegen nicht gehört werden können. Das heißt, das ist das Blöde, dieser wirklich ein blöder Rückkopplungseffekt, wenn ich schon eh ein angespanntes, dysreguliertes Nervensystem habe, also ständig in dieser relativ hohen Anspannung in diesem sympathischen Bereich drin bin, dann nehme ich Stimmen falsch wahr, gefiltert. Und das wiederum verstärkt natürlich bei mir das Gefühl, dass ich in Gefahr bin und dass ich bedroht werde und dass andere Menschen mir was möchten. Und das wiederum häuft natürlich auf mein eh schon angespanntes, dysreguliertes Nervensystem noch einen Stress, eine Bestätigung drauf, dass da draußen sehr viele Wölfe sind.
Das ist das Nummer eins. Also ich kann Stimmen nicht mehr richtig wahrnehmen, wenn ich in diesem Anspannungsmodus bin. Und das wiederum verstärkt dann meine Anspannung. Das zweite ist, dass ich auch Mimik nicht richtig lesen kann. Das ist das gleiche Prinzip. Also wenn ich in einem dysregulierten Nervensystem bin, dann lese ich Gesichter nicht mehr so, wie die Gesichter wirklich den Ausdruck, den sie haben, sondern auch da findet eine Filterung statt. Und die findet interessanterweise auch bei mir selber statt. Menschen mit einem stark dysregulierten Nervensystem haben eine veränderte Mimik, vor allem um die Augenregion rum. Das heißt, ich nehme bei anderen potenziell wieder einen feindlichen Gesichtsausdruck wahr. Es ist aber auch andersrum so, dass ich auch in der Augenregion, wenn ich ein dysreguliertes Nervensystem habe, tatsächlich eine veränderte Mimik habe. Also andere nehmen auch mich als sehr viel feindlicher und unfreundlicher oder starrer wahr, als irritierend. Und auch da wieder so eine ganz blöde Rückkopplung. Wenn ich andere als feindlich von der Mimik her wahrnehme und die nicht richtig lesen kann und ich selber aber auch etwas ausstrahle, was eben genau in dieselbe Kerbe haut, dann ist es so, dass meine sozialen Beziehungen und meine sozialen Kontakte tatsächlich keine gute Qualität haben, weil wir beide dann in so einem potenziellen Gefahrenmodus drin sind. Das macht aber wirklich nur das dysregulierte Nervensystem. Also Wolf, 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 wo gar keine Wölfe sind. Das heißt, es hat sehr viel mit dem Höreindruck zu tun. Nicht nur, wie ich andere wahrnehme, sondern eben auch, dass ich über den Höreindruck mein Nervensystem regulieren kann. Und davon geht dieses Sound and Safe and Sound Protokoll aus vom SSP, dass wir eben über diesen auditiven Kanal unser Nervensystem wieder in Bewegung bekommen, sodass wir dann auch Stimmen wieder anders wahrnehmen können. Es aber auch nach innen eine positive Rückwirkung eben auf mein gesamtes autonomes Nervensystem hat und der Vagusnerv wieder positiv aktiviert werden kann. Es dient also zum einen zu einer Stressreduktion, es reguliert, hilft wieder das Nervensystem zu regulieren und dadurch wieder das ganze System aufzutauen, wenn man so möchte. Also wieder die gesamte Bandbreite zur Verfügung zu haben und dadurch die Kontakte auch zu verbessern. Ich nehme Menschen anders wahr, ich nehme mich selber anders wahr, meine eigene Stimme. Das ist das Prinzip, jetzt so wie ich es verstehe. Es eignet sich vor allem, so wird viel angewendet, soweit ich weiß, bei Kindern mit Beschwerden aus dem Autismus-Spektrum, bei Kindern mit ADHS und ADS, bei einer erhöhten Geräuschempfindlichkeit, bei emotionalem Stress und Trauma, bei chronischen Schmerzen, bei einer nicht so guten emotionalen Kontrolle, also wenn ich zu Ausbrüchen neige, starke Stimmungsschwankungen, also wenn etwas über mich immer wegschwappt, also wenn ich es nicht kontrollieren kann, und bei Schwierigkeiten in der Kommunikation. Weil, wie gesagt, nur ein dysreguliertes Nervensystem verändert tatsächlich meine Wahrnehmung und verfälscht sie auch komplett. Und dadurch entsprechend natürlich kann ich Gesichter nicht mehr gut lesen, ich kann Stimmen nicht mehr gut lesen. Ich selber habe aber auch dann eine entsprechend veränderte eigene Mimik. Ziele sind vor allem besserer Schlaf, Stressreduktion, eine Schmerzreduktion, gerade bei chronischen Schmerzen. Wir werden ruhiger, emotional ausgeglichener, mehr mit uns im Frieden, Beziehungen verbessern sich und es gibt generell so einen Vitalitätsboost. Das ist ganz klar, wenn unser autonomes Nervensystem wieder auch den Parasympathikus, der ja für die Regeneration, für Beruhigung und Regeneration zuständig ist und nebenbei bemerkt auch für eine erweiterte, das Bewusstsein und für diesen ganzen großen Bereich, für dieses Wunder, Wunder der Wahrnehmung für unser Selbst. Da komme ich aber auch nochmal dazu. Also wir brauchen den parasympathischen Bereich. Und klar, wenn der überhaupt mal wieder starten kann, also wenn diese Anspannung mal so nachlässt, dass überhaupt mal wieder eine Entspannung und eine Regeneration möglich ist, dass das natürlich einen Energieboost gibt, ist ganz klar. Weil einfach mein Energiekonto sich wieder auffüllen kann. Wenn ich immer nur abhebe und nichts mehr einzahlen kann durch chronischen Stress,
wodurch auch immer, dann komme ich immer weiter in den Dispo und ich brauche einfach diesen parasympathischen Bereich, um mein Energiekonto wieder aufladen zu können. Und wie gesagt, auch der parasympathische Bereich, vor allem der Vagus, spielt eine Schlüsselrolle in meiner Erfahrung zum Zugang zu diesem Allein, zu uns selber, zu diesem Fein, zu dieser spirituellen Elektrizität, zu diesem erweiterten Bewusstsein, zu dieser großen Version von uns. Dazu aber nicht heute, sondern ein anderes Mal. So, das ist zur Theorie, also das ist Anwendungsgebiete. Und ich war sehr neugierig. Ich bin auf SSP gekommen, als ich für die Vaguswoche recherchiert habe, fand das sehr interessant und sehr spannend und wollte das zum einen ausprobieren, um einfach es auszuprobieren und um Ihnen meine Erfahrung auch mitteilen zu können. Also einfach ein Werkzeug, eine Möglichkeit mal auszuprobieren und dann zu sagen, aha, das hat das bei mir gemacht. Das zweite war aus eigenem Interesse, also zum einen diese ganze Energieerhöhung im letzten halben Jahr speziell, hinterlässt auch bei mir natürlich Spuren im Sinne von Unruhe manchmal, wirklich, ich schlafe schlecht, also es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht so, also durchschlafen ist immer noch nicht drin. Und bei mir auch wirklich unangenehm, ich hatte so Hitzeschübe, wenn ich energetisch gearbeitet habe plötzlich. Ich arbeite seit 25 Jahren energetisch und hatte plötzlich immer so wirklich Hitzeschübe von den Füßen hoch bis zum Kopf und wieder runter zu den Füßen. Also es sind keine hormonellen Hitzewallungen, es sind einfach Energiehitzewallungen. Und die haben sich irgendwann wirklich verselbstständigt, sodass das nicht nur beim energetischen Arbeiten war, beziehungsweise ich musste nur dran denken, dass ich gleich noch Theta mache, wuff, und dann ging es los. Ich fand das lästig. Das ist nichts Schlimmes, aber irgendwie lästig. Also, und dann habe ich noch dieses Problem, ich habe so eine Akkommodationsstörung mit den Augen seit ganz vielen Jahren und habe auch gedacht, okay, auch die inneren Augenmuskeln werden vom autonomen Nerven, haben eine ganz starke Verbindung zum autonomen Nervensystem, weil die Pupillenerweiterung dadurch gesteuert wird. Und dann dachte ich, okay, vielleicht tut sich da auch noch was Positives. Und ich habe ein Interview gesehen bei der Recherche von meiner netten Kollegin Maya de Vries, die ja auch in der Vaguswoche hier drin war, mit einer Kollegin aus Israel, Adi Assodri. Und das hat mir sehr gut gefallen über SSP. Ich verlinke es auch, also ein sehr guter Beitrag, ein Interview über SSP. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe sie einfach mal an, weil sie auch in dem Beitrag gesagt hat, das geht inzwischen über eine App. Früher war das so, oder es ist manchmal auch immer noch so, dass man ein Gerät, also einen MP3-Player zugeschickt bekommt, wenn man eine SSP-Behandlung bucht mit einem Kopfhörer. Und dann macht man das eben von zu Hause aus, meistens in Betreuung sozusagen über Zoom. Also man macht eine bestimmte Uhrzeit aus und dann ist man sozusagen per Zoom in Kontakt oder per Videotelefonie und hört an der Zeit über dieses zweite Gerät diese Musik. Und in dem Interview sagte Adi, okay, es ist jetzt so, sie machen das inzwischen so, dass es über eine App geht. Also man kriegt da auch kein Gerät mehr zugeschickt, sondern man hat ein Smartphone und dann schaltet sie sozusagen über die App diese speziell gefilterte Musik frei. Und das hörte sich irgendwie für mich sehr machbar an, weil Israel und Deutschland ist jetzt noch ein bisschen entfernt und ich dachte, okay, das klingt gut. Habe sie angeschrieben und sie sagte, es gibt keine Zufälle. Nächste Woche fängt ein Workshop für Therapeuten an über SSP. Und dann habe ich gedacht, super Gelegenheit. Es ist gut, tatsächlich das in Betreuung zu machen. Das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Also ich bin sehr erfahren in innerer Arbeit. Ich habe ein recht reguliertes Nervensystem. Also ich habe kein posttraumatisches Stresssyndrom und kann mich selber auch gut regulieren. Und neige dann eher ein bisschen dazu, mich da zu überschätzen. Da war es aber so, es ganz klare Regeln. Und ich war sehr froh für diese Regeln im Nachhinein. Also man sollte es wirklich nicht alleine auf eigene Faust machen. Denn es hat eine ziemliche Wirkung, das nur vorausschickend. Und es ist tatsächlich schön, das in einer Gruppe und in einer Betreuung zu machen. Und das ist auch, glaube ich, wirklich sehr, sehr sinnvoll, gerade wenn man ein dysreguliertes Nervensystem hat. Dann macht das total Sinn,
das in dieser Reihenfolge zu machen, in dieser Struktur und auch mit Betreuung. Und Adi macht das sehr gut. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sehr gut betreut gefühlt, also nette Gruppe auch. Also kann ich sehr empfehlen. Früher war das so, dass das 5 Tage hintereinander war. Also an 5 Tagen hat man abends oder wann auch immer jeweils 1 Stunde gehört von diesen vorbereiteten Musikstücken. Das ist ein bisschen viel. Also es ist tatsächlich sehr intensiv. Und jetzt ist es so, dass zumindest mindestens Adi das macht, dass es Pausen dazwischen sind. Also zuerst 2 Tage und dann 3 oder 4 Tage, weil es immer intensiver wird. In dieser 1 Stunde hört man Popmusik, die aber immer stärker gefiltert wird. Am Anfang hört sich das noch relativ normal an. Die ersten 1-2 Stunden sind auch noch sehr, sehr gut, einfach ein sanfter Einstieg in das Ganze. Und man setzt den Kopfhörer auf, startet dann die App, also die Anwendung, diese Stunde. Und dann hört man einfach der Musik zu. Und man hört, dass das etwas verändert ist. Also es fehlen gewisse Frequenzen. Es hört sich so ein bisschen blechern an, wenn man so will. Aber die ersten 2 Stunden waren sehr, sehr sanft, fand ich persönlich, sehr angenehm. Ich war sehr schläfrig, ich bin sehr angenehm schläfrig geworden. Und ich glaube, dass Adi das in dem Interview gesagt hat, es sind die Frequenzen noch drin, die eine stillende Mutter hat, also die ein Baby von einer stillenden Mutter hört. Und das kann ich mir durchaus gut vorstellen, weil ich bin wirklich sehr, sehr schläfrig geworden und das war sehr angenehm. Also es war so, oh, so. Und nach dieser Stunde guckt man dann einfach, man bespricht sich dann noch, wer hat was empfunden oder war es schwierig für irgendjemanden. Das ist sehr unterschiedlich gewesen, wie man es auch wahrgenommen hat. Und dann lässt man es wirken und trifft sich halt 2 Tage später dann zur 2. Stunde. Die fand ich auch sehr angenehm. Ich bin wieder sehr schläfrig geworden und es war angenehm zuzuhören. Ab der 3. Stunde habe ich gemerkt, die Intensität verändert sich. Also es wurde immer mehr weggefiltert von dem, was ich so wahrgenommen habe. Und die Geräusche wanderten, also die einzelnen Teile der Musik wanderten vom linken Ohr ins rechte, weil ja auch das Mittelohr trainiert werden soll, wieder sich auf Geräusche aus verschiedenen Richtungen wahrzunehmen. Also das ganze, dieses erstarrte System wird sozusagen wieder in Bewegung gebracht und trainiert. Das ist eine Art Workout auch für die Ohren, für die Muskeln im Innenohr, die ja auch mit dem Vagus zu tun haben. Der Vagus läuft da vorbei. Also ich habe schon gemerkt, so nach der 3. Stunde Intensität wird stärker. Man kann aber auch jederzeit mit den anderen anfangen und dann einfach aufhören, wenn man merkt, das wird zu viel. Also man muss da gar nichts, sondern Adi hat auch immer wieder gesagt, ne, achtet gut auf euch und dann hört ihr halt nur 10 Minuten und dann wirklich passt auf. Ne, wenn ihr euch unwohl fühlt, dann hört es, dann macht Pause, hört es vielleicht dann nochmal kurz rein und wenn es nicht geht, geht es nicht und hört es dann halt in kleinen Portionen bis zum nächsten Mal. Und es ist auch wichtig, auf sich selber zu achten, das habe ich auch festgestellt. Dann, 4. Stunde fand ich sehr schwierig. Nach der 4. Stunde hab ich Probleme mit den Ohren bekommen. Jetzt muss ich dazu sagen, mein Hörsystem ist recht geräuschempfindlich und ich habe Tinnitus seit weiß Gott wie vielen Jahren und hatte auch früher sehr viele Hörstürze. Also ich bin wirklich, das ist ein schwächeres System bei mir. Also ein empfindliches und auch leicht überforderbares System. Und eigentlich ist so, SSP ist eigentlich auch bei Tinnitus eine Empfehlung. Also Adi sagte, dass ungefähr man eine 50-50% Chance hat, dass Tinnitus sich verbessert. Jetzt war ich und eine andere Teilnehmerin, die beide empfindliche Ohren haben und Tinnitus beide. Und wir hatten beide das Gefühl, dass es eher eine Anstrengung ist. Also dass sich das eher phasenweise verschlechtert hat, dann aber auch wieder auf den alten Stand zurückgegangen ist. Also mit einem sehr empfindlichen Hörsystem sollte man, glaube ich, auf alle Fälle das betreut machen und sollte dann auch wirklich sehr gut auf sich aufpassen. Bei mir war es nämlich so, dass ich dann nach der 4. Stunde am nächsten Tag wirklich einen Hörsturz nochmal bekommen habe. Ich kenne das, ich weiß, was zu tun ist und hat sich dann auch alles wieder reguliert. Aber da habe ich dann doch gedacht, okay,
Ich sollte doch ein bisschen besser noch auf mich aufpassen und die kleinere Portion machen. Also das dazu. Was ich festgestellt habe, direkt nach, also es macht auf alle Fälle was und ich finde es insgesamt sehr positiv, die Wirkung. Ich bin viel ruhiger, nochmal viel entspannter, viel mehr auch hier, also viel mehr nochmal im Körper und merke auch, dass sich der Schlaf verbessert hat. Ich schlafe tiefer, Träume sind anders, diese Energiehitzewallungen sind weg. Ich bin auf gewisse Art und Weise fokussierter, also ruhiger und fokussierter. Und die Augenmuskeln haben sich tatsächlich entspannt, was allerdings ein bisschen zur Folge hatte, dass ich jetzt etwas schlechter sehe. Es war offensichtlich so, dass die halt sehr angespannt waren, um auch noch scharf zu stellen. Und jetzt sind die entspannter und es ist etwas schwieriger, scharf zu stellen. Insgesamt sehr positiv. Ich würde es wirklich empfehlen oder ich kann es empfehlen. Aber wie gesagt, unter Aufsicht in Betreuung, wenn es geht, auch in der Gruppe. Ich fand das sehr angenehm, das in der Gruppe zu machen. Ich bin sonst nicht so der Riesengruppenmensch. Mache auch gerne was selber. Aber in dem Fall fand ich es sehr angenehm, sehr nette Menschen. Über Zoom haben wir uns getroffen. Und es war einfach schön, auch von den anderen was zu hören, so die Erfahrungen und dann das auch ein bisschen nachzuholen. Ich habe dann auch gemerkt, okay, ich muss das nochmal in kleinere Portionen aufteilen. Und das ging ein paar anderen auch so. Und dann haben wir uns einfach nochmal getroffen und haben es dann zusammen sozusagen nochmal gehört. Und das fand ich sehr schön, das zusammen zu machen. Also es ist definitiv eine Möglichkeit, die man gut ausprobieren kann und die eben nicht invasiv ist, die einfach zu machen ist. Es ist nur so. Es kann einfach sein, dass es ändert sich was, das merke ich. Also Adi hat auch gesagt, man soll der Familie auch Bescheid sagen, dass man gegebenenfalls etwas empfindlicher ist oder ein bisschen dünnhäutiger oder einfach ein bisschen anders für die Zeit. Und das merke ich auch. Also es ist schon so, dass ich ein bisschen, ja, dünnhäutiger weiß ich gar nicht, aber irgendwas hat sich verändert auf alle Fälle. Für die Zeit. Also das reguliert sich dann auch wieder, das muss sich dann integrieren und das tut es auch. Aber so direkt, wenn man das gehört hat, vielleicht an demselben und am nächsten Tag, ist tatsächlich die Wahrnehmung anders. Aber das genau das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass sich unsere Wahrnehmung übers Nervensystem gesteuert ändert. Und das macht sie. Aber die Ohren müssen ganz schön arbeiten. Also man merkt wirklich, dass das richtig so ein Workout ist. Und ich habe auch einen leichten Muskelkater dann gehabt, so in diesen Seitenstrang und in den Kiefern und in den Ohren. Also da passiert schon wirklich was. Und ich finde, es ist durchaus eine gute Art und Weise, es auszuprobieren und zu gucken, ob man eben über diesen auditiven Kanal, übers Hören, nochmal anders aufs eigene Nervensystem einwirken kann, das beruhigen kann und trainieren kann und sozusagen eben indirekt über den Vagus arbeitet. Also auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich fand es sehr interessant. Ich gucke jetzt auch mal, wie sich es noch weiterentwickelt. Ich bin jetzt fertig mit dem ganzen Programm, mit den 5 Stunden und bin mal sehr gespannt. Sie sagte auch, das kann sein, dass da erstmal sofort danach gar nichts sich verändert, aber dass man dann nach einem halben Jahr merkt, ah, okay, das ist weg. Sie hat selber gesagt, bei ihr die Schwellung in den Fingergelenken ist weg. Sie hatte so in den Fingergelenken so Schwellungen und Schmerzen. Die waren danach weg. Schlaf war deutlich besser. Sie sagte, sie hatte so Hitzewallungen. Ich nehme an, eher hormonelle Hitzewallungen, die waren komplett weg. Also ich glaube schon, dass man nach einem halben Jahr dann in der Rückschau feststellen kann, was sich alles so verändert hat, weil natürlich das autonome Nervensystem und auch der Vagus auf ganz viele Organe einwirkt. Also der Vagusnerv ist ja einer der 12 Hirnnerven und der innerviert oder ist verbunden mit allen inneren Organen im Brust- und Bauchbereich. Das heißt eben alles von der Schilddrüse über den Solarplexus, über den Magen, über die Leber. Also alle Bauchorgane und Brustorgane, Herz, sind mit dem Vagusnerv verbunden. Und natürlich mit dem autonomen und vegetativen Nervensystem. Und wenn da eine Veränderung reinkommt, dann kann das ein bisschen dauern. Und es kann sein, dass wir es eben sehr indirekt nach einer Weile merken, weil sie sagte, eben der Vagusnerv hat mit allen Organen zu tun. Deswegen ist es schwer zu sagen, was da zu erwarten ist.
Aber was ich festgestellt habe, definitiv ist auch nochmal, dass meine Kontakte mit Menschen, mit anderen Menschen nochmal eine andere Qualität haben. Es ist irgendwie einfacher, unkomplizierter und verbundener. So als ob doch da noch so Schichten waren, die ein bisschen, naja, Wolf jetzt nicht mehr geschrien haben, aber vielleicht Wölfchen geschrien haben. Oh, Wölfchen, Wölfchen, Wölfchen. Also da merke ich definitiv eine Veränderung. Okay, ich schreibe unten die Kontaktdaten rein und auch nochmal eine Verlinkung zu dem Video, das sehr sehenswert ist über SSP, wo auch noch ein bisschen mehr Theorie drin ist. Das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, eben First Person Science in dem Fall und meine Ergänzung zur Was hilft Bereich für die Vaguswoche. Ich habe noch zwei andere sehr interessante Beiträge, die ich gerne, ich möchte gerne noch zwei andere Sachen tun für diese Vaguswoche im Nachhinein sozusagen. Also die zwei nächsten Podcasts werden sich auch noch mal mit diesem Thema beschäftigen. Aber zwei besondere Themen und Bezüge, es ist schwer, das zu erklären. Also auf alle Fälle freuen Sie sich drauf, nochmal auf die nächsten zwei Podcasts, die auch nochmal mit diesem Thema Vagus, Nervensystem und Trauma zu tun haben werden, die aber vielleicht in eine etwas andere Richtung nochmal das Ganze öffnen. Dann bis zur nächsten Woche.